Ihr hört den Anfang aus. Liebes Chaos, mein Nachbar, meine beste Freundin und ich von Cora Jeffries. Klappentext: Zoe und ihre Freundin Antonia wohnen zusammen in einer WG. Seit sich Zoe von ihrem Freund getrennt hat, führen die beiden eine lockere Beziehung, bis Malte in die Wohnung über ihnen zieht. Sofort fühlt sich Zoe zu ihm hingezogen und er weckt ungeahnte Gefühle in ihr. Als Antonia die Emotionen zwischen Zoe und Malte bemerkt, wird die Freundschaft der Frauen auf eine harte Probe gestellt. Wie wird sich Zoe entscheiden? Für Antonia oder für Malte? Über die Autorin: Cora Jeffries, Jahrgang 1984, wohnt mit zwei Kindern in Sachsen. Die meisten Ideen für einen Roman kommen ihr sehr spontan in den Kopf und wollen am liebsten gleich aufgeschrieben werden. Was Cora tut, wenn sie nicht am Tippen ist, lesen und alles andere. Am liebsten wäre sie am Strand, an der schönen Ostsee, dort, wo ihr Debütroman spielt. Prolog: Die Musik gewummert um mich, während Antonia und ich nach flirtlustigen Männern Ausschau hielten. Ab und zu bekamen wir von einem hübschen Mann einen Drink spendiert, doch mehr als eine Unterhaltung kam für mich nicht in die Tüte. Ich war in einer Beziehung. Ob ich glücklich war, wusste ich nicht. Im Moment war ich es jedenfalls nicht. Darum war ich heute Abend feiern gegangen. Ich musste es mir endlich mal wieder so richtig gut gehen lassen. Mein Freund Sebastian verließ die Wohnung seit Wochen nur noch zum Einkaufen und zum Arbeiten. Aber ich hatte keine Lust, noch ein Wochenende in der Wohnung zu hocken. Vor vier Jahren hatten wir uns wohlgefühlt, bei einer Party kennengelernt. Im ersten Jahr waren wir viel unterwegs gewesen. Schließlich zogen wir zusammen, auch wenn meine beste Freundin Antonia mir davon abgeraten hatte. Jetzt bereute ich es und verbrachte meine Freizeit lieber mit ihr. Als sie sanft meinen Arm streichelte, blickte ich auf. Schau dir den mal an. Sie deutet auf einen Mann, der wie bestellt und nicht abgeholt dastand. Wollen wir wetten? Ich stöhnte auf. Um was willst du wetten? Ich bin betrunken und will nur noch ins Bett. Mensch, sei kein Spielverderber. Ein Trink noch und dann gehen wir. Versprochen. Widerwillig stimmte ich zu. Und wie lautet nun der Wetteinsatz? Sie räusperte sich. Bei einer Abfuhr gebe ich den letzten kurzen aus. Und was ist, wenn du sein Bätheschen sein darfst? Dann nehme ich dich mit und wir. Vergiss es, unterbrach ich sie. Bevor ich mich auf so etwas einlasse und du weißt, dass ich in einer Beziehung und treu bin, küsse ich dich lieber. Egal was rauskommt, ich ziehe einen Kuss vor. Alles klar. Sie wackelte mit den Brauen und grinste mich verschmitzt an. Innerlich schlug ich mir die Hand an die Stirn. Ich wusste, dass Antonia eine bisexuelle Neigung hatte. Irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, mit einer Frau Sex zu haben. Mir würde sicher genau das fehlen, was Sebastian hatte. Mach ihn an und dann sehen wir, was passiert, sagte ich und fuhr mir mit einer Hand durch meine rote, blonden Haare. Sie grinste bis über beide Ohren und torkelte zu diesem Mann, der augenblicklich lachte. Dann schob sich eine Frau zwischen meine Freundin und ihn. Antonia drehte sich zu mir und kam wieder an unseren Tisch zurück. Ich glaube, da musst du noch ein wenig besser in die Beobachtung investieren, kommentierte ich ihren Fehltritt. Oder wir sollten für heute Schluss machen. Ich brauche jetzt noch einen Drink. Soll ich dir auch noch einen mitbringen? Magst du etwas Bestimmtes? Wie besprochen, einen kurzen. Ich bin bis Ultimo voll. Ich räusperte mich. Schatzi, was ist mit meinem Kuss? forderte ich sie heraus und spitzte meine Lippen. "Den bekommst du als guten Nachtkuss und ich schwöre dir, danach kannst du nicht mehr schlafen." Verschmitzt lachte sie mich an. Eher glaubte ich, dass sie ins Bett musste, statt sich noch einen Drink zu genehmigen. Ich dachte, die Wetteinlösung erfolgt sofort. Sie atmete kurz durch, nahm mein Gesicht in ihre Hände und bevor ich reagieren konnte, lagen ihre Lippen auf meinen. Der Kuss war leidenschaftlich wild und kitzelte heftig in meinem Bauch. Wann war ich das letzte Mal so geküsst worden? Doch darüber wollte ich nicht nachdenken, sondern dieses wundervolle Gefühl genießen. Ich schwebte auf Wolken und nahm nichts mehr in meiner Umgebung wahr. Irgendwann löste sich Antonia von mir, sah mir in die Augen und streichelte mit ihrem Daumen meine Wangen. Ich glaube, wir vergessen lieber den Drink und gingen gleich nach Hause. Schwer atmend, nicke ich und holte mit zittrigen Fingern mein Smartphone aus der Hand Handtasche. Die Buchstaben tanzten vor meinen Augen, und ich brauchte länger, um eine fehlerfreie Nachricht an Sebastian zu schreiben, dass ich bei Toni schlafen würde. Immerhin lag ihre Wohnung näher am Club. Postwänden kam ein viel Spaß zurück. Eigentlich sollte mich das stutzig werden lassen, aber ich schob dieses mäumige Gefühl beiseite. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, dröhnte mein Kopf. Eindeutig waren zwei Drinks zu viel, und sobald ich mich aufrichten wollte, rebellierte mein Magen. Ich schwor mir das Teufelszeug namens Alkohol nicht mehr anzurühren. Aber dafür kam meine Erkenntnis etwas zu spät. Langsam tauchten die Bilder von der Party vor meinem inneren Auge auf. Am liebsten wollte ich mich wieder hinlegen, um meinen Rausch auszuschlafen, doch ich sollte aufstehen, da mich Sebastian sicherlich bald erwartete. Wir wollten heute unseren Wocheneinkauf erledigen. Lust hatte ich keine und schlug die Decke auf. Mir wurde heiß und kalt zugleich, als ich erkannte, dass ich nackt neben Antonia lag. Hatten wir wirklich miteinander geschlafen? Ich bin in einer Beziehung und hole die fehlende Zuneigung bei meiner besten Freundin. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Guten Morgen, Süße. Nur schüttelte Antonia mehr zu sich, als dass die Worte an mich gerichtet waren. Morgen, sagte ich und zog mich an. Meine Klamotten stanken nach allem Möglichen, dann am liebsten wollte ich duschen gehen. Nur hatte ich hier keine Wechselsachen und es wäre zwecklos gewesen. Antonia beobachtete mich. Wollen wir zusammen frühstücken? fragte sie und lächelte mich an. Vehement schüttelte ich den Kopf. Ich sollte lieber gehen, bleib du liegen, okay? Ich verabschiedete mich flüchtig und griff nach meiner Handtasche. In meinem Kopf schwirrten unzählige Gedanken, die ich nicht ordnen konnte. Ich kramte meiner Tasche nach den Zigaretten, auch wenn die Kopfschmerzen dadurch richtig in Fahrt kommen würden. Nach wenigen Zügen wurde mir übel, und ich machte meine Kippe aus. Vielleicht sollte ich lieber eine Runde schlafen. Mit Sicherheit sah die Welt danach wieder anders aus. Ich nahm die nächste U-Bahn und keine halbe Stunde später war ich zu Hause. Schatz, ich bin da, rief ich in die Wohnung. Mit Getrampel kam Sebastian auf mich zu. Schön, dass du es endlich nach Hause geschafft hast. Seine Worte dröhnten in meinem Kopf und ich antwortete ihm nicht. Ich winkte ab und ging auf direkten Weg ins Bad. Wenig später drehte ich in der Dusche das Wasser auf, ließ das angenehme Nass über mich laufen, während sich der Abend in meiner Erinnerung drängte. Jede Berührung von Antonia spürte ich an mir. Die Wette, das Knutschen, wie wir uns gegenseitig die Klamotten vom Leib gerissen hatten und der Gedanke, wo und wie sie mich berührt hatte, ließ die Erregung in mir aufsteigen. Ich fühlte mich sofort mies, da ich fremd gegangen war. Vielleicht sollte ich erst mit Antonia reden, nur wie würde ich Sebastian gegenübertreten? Ich fluchte, während ich mich einseifte und meine Gedanken wieder eine andere Richtung einschlugen. Nachdem ich mich abgetrocknet hatte, schlüpfte ich in meine Wohlfühlklamotten und legte mich ins Bett. Nach Einkaufen war mir nicht, doch mein Freund war hartnäckig und quetschte mich aus, wie der Mädelsabend gewesen war. Lediglich mit einem, es war flüssig, ließ ich ihn im Ungewissen. Ich musste mir selbst im Klaren sein, was ich überhaupt von der Sache zwischen Antonia und mir halten sollte. Vermutlich war das nur eine Kurzschlussreaktion gewesen, weil Sebastian mich in der letzten Zeit im Bett sehr kurz hielt. Aber ich war eine Frau, die ihre Bedürfnisse hatte. Sebastian, lass mich bitte schlafen. Es ist spät geworden, wies ich ihn zurecht. So es ist Mittag. Wir wollten den Einkauf gleich nach dem Frühstück erledigen. maultier war sichtlich genervt. Dass ich mich letzte Nacht abgeschossen hatte, lag einfach an meiner momentanen Situation. Ich war unzufrieden und brauchte dringend jemanden zum Reden. Alles, in mich reinfressen, war keine Lösung. Und das wollte ich ja auch nicht. Geh bitte einfach ohne mich, bat ich und drehte mich im nächsten Moment um. Das gibt's doch nicht, schnappte er und verließ wütend das Schlafzimmer. Kapitel 1, zwei Jahre später. Gleich nach dem Aufstehen verfluchte ich schon diesen Freitag. Nicht nur, dass ich meinen heißgeliebten Kaffee verschüttet hatte, nein, ich hatte verschlafen. Schnell wischte ich das Malheur in der Küche auf und stellte meine Tasse unter den Kaffeevollautomaten. Ich betätigte den Knopf und ging in der Zwischenzeit duschen. Nachdem ich damit fertig war, marschierte ich schnurstracks in die Küche und gab Milch in die Tasse mit meinem Lebenselixier. Nach wenigen Schlucken verschwand ich in meinem Zimmer, schlüpfte in Jeans und das dunkelblaue Arbeitsshirt. Meine Haare band ich zu einem wilden Pferdeschwanz zusammen und trug passendes Make-up ab auf, das meine blauen Augen hervorhob. Als Frühstück musste ein Joghurt herhalten, da ich kaum Zeit hatte. Zu spät zur Arbeit zu kommen wäre fatal, da ich vertretungsweise die Leitung des Lebensmittel-Discounters übernommen hatte. Unsere Stammkunden würden mit Sicherheit überpünktlich vor dem Laden stehen, und ich hatte sehr viel vorzubereiten. Frisches Obst und Gemüse mussten in die Regale verräumt werden, ebenso wie die Brötchen und das Brot. Zum Glück hatte ich ein freies Wochenende. Unterwegs rauchte ich eine Zigarette und stürzte mich, nachdem ich den Laden betreten hatte, in die Arbeit. Bereits Stunden später war die Hölle los, und ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten war. Dennoch schaufelte ich mir die Zeit für eine kurze Pause frei, auch wenn ich damit rechnete, dass die Kollegin an der Kasse genau in dem Moment klingeln würde, sobald ich mich auf den Stuhl fallen ließ. Im Lager stand noch eine Europalette mit Toilettenpapier, die ich bisher ignoriert hatte. Als die Lieferung gegen neun eingetroffen war, hatte ich andere Ware in die Regale geräumt. Zeitlich hatte ich es nicht mehr geschafft, komplett alles einzuräumen. Für die Warenlieferung hätte ich heute definitiv noch jemanden gebrauchen können. Nachdem ich eine Kleinigkeit gegessen hatte, versuchte ich mich für die letzte Arbeitsstunde aufzuraffen. Sobald gegen 17 Uhr die Kollegin für die letzten vier Stunden kam, konnte ich Feierabend machen. Ich freute mich schon auf meine Mädels-WG. Eine meiner beiden Mitbewohnerinnen war meistens zu Hause. Langeweile kam bei uns nie auf. Kaum hatte ich zu Hause die Tür geöffnet, stolperte ich über mein Schuhchaos. Manchmal fragte ich mich echt, wie es meine Mädels mit mir aushielten. Ich war schon immer chaotisch gewesen. Augenrollend bahnte ich mir den Weg direkt in die Küche, holte mir ein Feierabendbier aus dem Kühlschrank und öffnete es. Nachdem ich den Kronkorken in die Müll geworfen hatte, ging ich zügig auf den Balkon, kuschel kuschelte mich in die Decke und ließ mich dort auf die Liege plumpsen. Die Frühlingssonne verabschiedete sich langsam am Horizont. Die Sonnenuntergänge machten den Straßenlärm, den wir auch noch teilweise im siebten Stockwerk des Plattenbaus hörten, wieder wett. Oft saßen wir hier stundenlang und sahen zu, wie die Sterne ihren Platz am Himmel einnahmen. Nach ein paar Schlucken stellte ich die Flasche neben mich, schloss die Augen und seufzte. Ich spürte die Müdigkeit in meinen Gliedern und schlief ein. Als ich die Geräusche über mir wahrnahm, öffnete ich die Augen. Ob da wo jemand in die Wohnung über uns einzog? Vor drei Monaten war die fünfköpfige Familie endlich ausgezogen. Bei ihnen war immer so viel los gewesen, dass wir nicht einmal Sonntagsruhe gehabt hatten. Sicherlich wird wieder eine Familie mit Kindern einziehen, sinnierte ich. Soweit ich wusste, war dies eine Vierzimmerwohnung, genauso wie unsere. Stöhnend stand ich auf und holte aus meiner Tasche die Zigaretten. Genüsslich zündete ich diese auf dem Balkon an und lauschte gezwungenermaßen dem Treiben über uns. Und schon versuchte ich, mir die Person vorzustellen. Denkst du, es war die richtige Entscheidung? sprach ein Mann. Du weißt, dass ich keine andere Lösung gefunden habe. Es hat nicht mehr gepasst. Die einzige, die unter der Trennung leidet, ist Martha. Die Stimme des zweiten Mannes war einprägend männlich und sowas von sexy dass ich komplett auf andere Gedanken kam. Ich rauchte weiter und folgte dem Gespräch, ohne dass ich es wollte. Martha könnte seine Tochter sein. Ich fragte mich, was ein Single-Papa mit so einer großen Wohnung wollte. Die Mieten waren durch die gute Lage hier recht überteuert. Gebannt lauschte ich seiner Stimme und malte mir aus, wie es wäre, wenn ich mit ihm Kaffee trinken würde. Puppe, ich bin da. Antonia holte mich wieder in die Realität zurück. Vor zwei Jahren hatten wir eine Wohngemeinschaft gegründet. Sie hatte aus ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung rausgewollt, und ich hatte schon auf gepackten Koffern gesessen. Nachdem herausgekommen war, dass Sebastian eine Affäre gehabt hatte, war bei mir definitiv Schluss gewesen. Verarschen konnte ich mich am besten selbst.